Juhu, herzlich willkommen zurück zu Super Mario World. Hier geht's jetzt weiter, wie versprochen, mit dieser geilen Röhre da. Mit... Moment. Dieser. Oh, ich liebe dieses Lied. Ich hätte das gerne als MP3 auf meinem Stick. Wenn mir das geben könnte, ich wäre sehr... Ich wäre dir, euch, wie auch immer, sehr verbunden. So. Yoshi. Yoshi, bleib da. Einfach mal hier. Yoshi, gut, dann lass es. Bleib doch einfach. Ach, fuck, geht nicht. Da ich das Level noch nicht durch hatte, kann ich diesen Trick nicht anwenden. Das ist doof. Ja, echt jetzt mal, es gefällt mir gar nicht. Select. Komm her. Flups. So, Pilz. Und gleich wieder verloren. So ist das natürlich auch schön. Verpiss dich. Wow. Zack. Komm her. Pilzi, Schmilzi. Bam, bam, bam. Hier würde ich wieder rauskommen. Okay. Boah, irgendwie nervt es mich gerade ein bisschen mit diesen Viechern. Wie komme ich denn da hoch? Mal so als ganz... Nein! Oh, Mario, du Pfosten! Spring, wenn ich's dir sage! Meine Güte. Das Positive ist, ich hatte vorher gespeichert. Durch Wendys Untergang. Und, das ist das Positive. Und schon wieder Game Over, Mann, Leute. Irgendwie... Mag dieses Level mich gerade gar nicht. Ich kann's nicht verstehen. Ich bin doch so toll und hast du nicht gesehen? Nein, auf Quatsch. Aber auf jeden Fall. Lass mal hier durch. Tada. Oder ich mache die Sternwelt, wenn ich praktisch direkt... Ja, spring vorbei. Direkt vor Bowsers Schloss bin. Das geht natürlich auch. Das überlege ich mir gleich. Diese Stars Road. Die ist nämlich eigentlich ganz schnucklig irgendwie. Ich weiß nicht. Was? Ach, Leute, irgendwie... Boah, aber wirklich auf dem letzten Pixel. Komm her, du Scheißvieh. Und kaputt gemacht. Dididim. 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 Ey, nee. Irgendwie, weiß ich nicht, dieses Level hier bringt mir einfach kein Glück. So, und zack, Pilz geholt. Nein, Mario, du Spacken! Ey, saget mal, so schwer ist das Level doch nur wirklich nicht. Erdbeule. Bauch einziehen und hopsassa. Saget mal, Leute. Schaut ihr eigentlich auch so super interessante Sendungen wie... Schwiegertochter gesucht? Schaut ihr sowas? Also, vorletzte Woche war super toll. Da gab's diesen Handelsfachpacker und seine Tussi. Beide Handelsfachpacker.
Und sie hat einen Schwangerschaftstest gemacht. Ey, nee. Dieses Glas quasi bis zur Hälfte voll gemacht, ja. Dann hat sie das mit ins Wohnzimmer genommen und dann auf den Tisch gestellt, neben Süßigkeiten, dann noch dran rum, drin rumgerührt und hast sie nicht gesehen. Und später hat er sie dann mit diesem positiven Ding da gestreichelt beim Knutschen. Boah, ich hätte im Strahl kotzen können. Das war so eklig. Wow. Also, bäh. Ich weiß nicht, wer auf diese gottverdammte ekelhafte Idee kommt, wer so geistig umnachtet ist, dass er wirklich... Meine Fresse! Entschuldigung. Dass er wirklich das so macht. Und das ist echt... Wow. Eklig. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist so... Igitt. Echt, also ich komme doch als normal denkender Mensch eigentlich, dachte ich jedenfalls, nicht auf so eine beknackte Idee oder etwa, doch? Also ich dachte wirklich, ich falle irgendwie vom Glauben ab, wie bei diesem Scheißspiel gerade. Mario. Ich möchte dieses Level da oben eigentlich auch fertig haben, weil ich... Ich weiß zwar, dass ich da nur auf der anderen Seite da wieder rauskomme, aber trotzdem, es gehört ja mit zum Spiel. Naja. Und Leute, was mir gerade so einfällt, weil es bei mir gerade sehr aktuell ist. Es ist nämlich so, dass jemand mir mitgeteilt hat, dass ihm mein Kommentarstil nicht so gefällt. Was auch völlig in Ordnung ist, na klar, warum sollte es auch nicht? Wenn es euch irgendwie ähnlich geht, ihr sagt, boah... Ja, stimmt eigentlich, ich finde das schade, oder kannst du das nicht vielleicht so machen, oder deine Sprüche sind doof, lahm, hast du nicht gesehen, wie, sagt's mir, teilt's mir mit, schreibt mir eine PN, schreibt mir Kommentare, sagt mir, kannst du nicht hier, kannst du nicht da, was ich davon wie umsetze, ist eine andere Frage, aber ich möchte, ja, auch, dass es euch gefällt, was ich mache. Ich mache das ja sicherlich auch, weil ich Spaß dran habe. Aber das ist ja nicht die Hauptintention. Ich mache das auch, um Leute irgendwo abzulenken, um ihnen vielleicht ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und zu sagen, ey, das ist cool, was du da machst. Ich finde das voll toll. Oder hast du nicht gesehen? Ey, das Spiel kannte ich noch nicht. Oder ey, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und du spielst es cool. Oder ey, ich habe da auch rumgefailt, wie nichts... wie nichts Gutes und sowas, ja. Wie gesagt, wenn ihr mir Tipps geben wollt, könnt, wie auch immer, solange ihr das in einer halbwegs vernünftigen Art und Weise tut, bin ich auch sehr gerne bereit dazu, mir das zu Herzen zu nehmen und zu sagen, okay, da versuche ich dran zu arbeiten, weil ich bin kein Profi, ich habe ja nur... Ja, sicherlich, ich habe vor einer Weile angefangen, aber ich komme ja noch nicht so viel dazu. Das ist leider so. Aber ich gebe mir Mühe einfach und ich hoffe, ihr merkt das und vielleicht wisst ihr das zu schätzen. Wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, ihr könnt es mir einfach mal mitteilen, so, weil dann habe ich eine Ahnung irgendwo. Und ja. Sehr, wenn ihr mir das vernünftig sagt. Mir das vielleicht erklärt, wenn es irgendwie nicht so offensichtlich ist, wie auch immer.
dann möchte ich das gerne von euch hören und ich möchte ja auch, wie gesagt, ich möchte, dass es euch gefällt. Ich selber schaue mir meine Videos zwar ab und an auch mal an, um zu sehen, okay, wie habe ich jetzt was gemacht? Wie gefällt mir selber das, was ich da fabriziert habe? Oh mein Gott, wie schlecht. Aber ihr seid die eigentlichen Zuschauer. Ihr seid die, die es beurteilen können. Weil ihr schaut es euch im Normalfall an, ihr kommentiert vielleicht, ihr sagt, ey, weiß ich, keine Ahnung, was man da alles zu sagen kann. Da gibt es ja nur so end viele Möglichkeiten, was man da nicht alles erzählen könnte zu. Und wisst ihr, mein Kommentarstil, ich habe eigentlich keinen richtig festen Stil. Es ist für mich so, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ne? Da kommen manchmal sinnvolle Sachen bei raus und manchmal eben eher sinnlose Dinge. Das ist bei mir so. Was nicht heißen soll, man, dass man das nicht irgendwie ändern könnte, aber ich muss es halt wissen. Und jetzt mache ich hier einen Cut, weil ich so deprimiert bin. Bis gleich!